Hallo ich meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Darkness Reborn, Dunkelheit wiedergeboren heißt die heutige App. Wieder eine von Gameville. Die machen aber relativ geile Games. Zumindest published bei Gameville. Ne, haben sie nicht entwickelt. Ist egal. Gameville bringt sich immer in relativ gute Spiele ein. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Gastanmeldung, obwohl ich glaube ich einen Hive-Account hätte. Aber ich weiß die Daten gerade nicht mehr. Ja, okay, Gastanmeldung ist klar. Wenn wir das spielen, wird es halt nicht gespeichert. Aber das ist kein Problem. So, heute nicht mehr anzeigen. Dankeschön. Weil das ist irgendwie Werbung für wahrscheinlich irgendwas Ingame-mäßiges gewesen. Was wir uns mit Echtgeld kaufen müssen. Ist auch egal. So. Eines dunklen Tages erschütterte ein heftiges... Ach, leck mich. Klaffende Risse aus den... Ich kann es nicht mal so schnell lesen. Okay, dann lasse ich euch das lesen. Ja, man kann es auch übertreiben mit der Textgeschwindigkeit. Also selbst ich mit stillem Lesen bin ja kaum hinterhergekommen. Aber hey, okay. So, wir haben wieder das typische MMO-Verhalten hier. Unten links der Steuerknüppel, dann rechts die Skills mit einem normalen Attack. Und hier oben halt die Skills. Chain Attack und was auch immer das gewesen ist. Das ist egal. Okay, wir haben oben Mana 30, keine Ahnung, was 30 heißt. Massacre! Okay, die ganzen Einheiten wurden durch die... Kann ich hier rein? Kann ich verbrennen? Nee. Okay, ich sollte hier vielleicht normal attacken. Irgendwie. Oh, das ist doch relativ stark, ne? Wow. Aber das ist natürlich wieder nur unser Max-Level-Char, ne? Das suggeriert wieder, oh, tolle Skills. Aber in Wirklichkeit braucht man dafür Ewigkeiten wieder, um überhaupt dahin zu kommen zu diesen Skills. Angeblich ist immer noch unbesiegbar. Also hier zumindest sind wir unbesiegbar. Wir müssen die Gegner kaputt machen, damit die nicht immer wieder neu reinkommen. Multishot. Okay, er friert noch ein. Batsch. Critical. Der lebt ja immer noch. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Boss, gehe ich mal stark von aus. Ein kleiner Drache. Oh, ein doppelköpfiger Drache. Schon mal super vorbereitet, die Ketten. Kann ich überhaupt, ich glaube, den kann man gar nicht besiegen. Ja, oder? Ist auf jeden Fall sehr zäh. Er reißt sich von den Ketten los, war klar. Oh, was für eine unglaublich schlechte Geschichte wieder mal. Also der, den wir gerade gespielt haben, wurde verflucht und jetzt ist er unser Endgegner wahrscheinlich. Oh Gott, ist das schlecht. Okay, wir können auswählen zwischen Krieger, Kunoichi, einer Magierin oder einem Dämonenjäger. Und dann gibt es noch eine ab Level 30 aber erst. Ein Wilder. Wir brauchen also erstmal Level 30 und 200.000 Gold, um überhaupt anwerben zu können. Oder wir werben ihn direkt mit 100 Premium-Währungen an, aber verzichte. Ich habe irgendwie Bock auf so eine Kunoichi. Ne, benutzt ein Schwert stark an, jedoch niedrige Gesundheit, kann sich Klone verbergen. Ausgeglichen Artika und Death, benutzt ihn als Wächter, um Verbündete zu beschützen. Benutzt ein Schwert, ein Schild. Dämonenjäger. Benutzt seine Armbrust, ist zu weitreichende Attacken fähig, nutzt Falle und Teufelsgriff. Und dann auch die Magierin. Verwendet kraftvolle, weitreichende Magieangriffe, heilt sich selbst und Verbündete. Ich nehme die Kunoichi mit. Nickname, alles klar. Maximal 12 Zeichen. So. Den Namen sollte noch keiner haben. Okay, wir können uns also insgesamt zwei Helden erstellen. Die anderen sind noch gesperrt. Wahrscheinlich muss man die entweder mit Echtgeld oder mit Erfahrung im Spiel freischalten. Das heißt, man muss bestimmt das Level erreichen oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Oh, wieder Werbung, ne? Skippen wir einfach mal. Ja, möchte ich. Ich möchte jetzt die Tutorial-Belohnung überhaupt gar nicht haben, ist mir völlig schnuppe, ehrlich gesagt.
Okay, wir haben noch einen Shop, Event-Shop. Wir hätten uns natürlich das Tutorial angucken können, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ihr wirst halt fast nur echt Geldzeug finden, glaube ich, ne? Ja, war klar. Deswegen, das ist uninteressant. Eine Anwesenheitsbelohnung von 5000 Gold wird nach 23 Tagen zurückgesetzt. Wie soll ich die 28 erreichen? Was haben wir denn heute? Achso, okay, heute ist aber schon, also es wird wirklich nach Monatsende. Ja, da steht am 1. jedes Monats, wenn die Anmeldungen zurückgesetzt. Heute ist der 6. Februar. Heißt also am 29. beziehungsweise am 1. dann ist ja doch 29 Tage. Ist ja egal. Auf jeden Fall wird es immer am Anfang des Monats zurückgesetzt. Das heißt, man muss am Anfang des Monats wirklich ranklotzen, um dann die legendäre Truhe am Ende zu halten. Aber ist auch irrelevant gerade. Wir haben ein Inventar. Trainingsschwert, Trainingsuniform, Trainingsstoffschuhe, Kopfbedeckung der Tapferkeit und Trainingsstoffschutz. Kann man aber noch mehr gucken. Verbessern? Okay, kann ich nicht verbessern, verkaufen, Juwel kombinieren, kann ich gerade alles nicht machen. Okay, links sehen wir uns jetzt so ein bisschen 52 HP, 28 DPS, also Damage per Second, 80 Malpunkte, 37 Defense. Fähigkeiten. Da haben wir am Anfang einen relativ einfachen Angriff. 1 von 3 ist das 3 Level, kann das Ding insgesamt haben. 100% Schaden, nutze deine schnelle Schwertfertigkeit 4-mal hintereinander. Erster Treffer 80%, zweiter Treffer 40% mal 2. Dritter Treffer 100% und vierter Treffer 120% des Schadens. Jeder Treffer richtet mehr Schaden an, sobald du die Fähigkeit verbesserst. Achso, man muss lernen für Soll. Okay, Soll heißen die Dinger. Ich glaube, die kriegen wir noch im Spiel dann halt später. Und dann gibt es hier noch verschiedene Verbesserungen des einfachen Angriffs. Und Verbesserungen des einfachen Angriffs 2. Und dann gibt es halt hier unten noch verschiedene Angriffe. Hier Schattenschnitt, Schwerttanz, Schwert und Tritt. Drehdolch und so weiter, Klon verbergen, unendliche Klinge und Schattentricks. Und dann gibt es natürlich noch passive Fähigkeiten, das heißt Fähigkeiten, die man nicht selber benutzen muss, die einfach aktiv sind. Wird halt meistens sowas wie die HP höher, Damage höher, Speed höher und so weiter. Oder halt in dem Fall LP-Wiederherstellungsrate. Gut, Avatar-Fähigkeit, Erfolge. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine tägliche Mission aller Erfolge. Gegenstand verbessere dreimal, Kampagne, okay, das ist irrelevant. Das ist jetzt für die Mission hier unwichtig. Immer machen wir die Kampagne, alles klar. Fangen wir mit der ersten Mission an, im Archenwald. Ich kann hier auch nicht weiter rechts scrollen, das ist schade, oder? Kann ich nicht. Ja, Kullenmine, gefallenes Eisenschloss, Ladunwüste. Und da geht es aber noch weiter. Ihr seht, da rechts ist da noch, geht das ein bisschen raus. Aber ich glaube, da muss ich erstmal das Asch versuchen freizuschalten. Aber ich würde sagen, wir fangen mit der 1 an. Archenwald, Abschnitt 1, normal Level 1, dann gibt es auch Schwertexperte. Das wird wahrscheinlich freigeschaltet. Abschnitt 8 nochmal. Okay, wir sollen erstmal Abschnitt 8 abschließen, bevor wir schwer machen. Oder Experte, Abschnitt 15 auf schwer. Belohnung ist ein altes Schwert, eine Waffe. Käufliche Gegenstände, LP-Treffen 500 Gold. Haben wir jetzt aber aktuell nicht. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich denke, die ersten Missionen sollten kein Problem sein, dass wir die hier kommen. Das ist der einfache Schnitt. Das ist schön. Ich mag generell AOE-Angriffe. Das ist immer wirklich sehr, sehr praktisch. Und oben links seht ihr uns unsere Erfahrung. Level 1 sind wir. Level 30 ist also, glaube ich, das Maximum. Da unser verfluchter Ritter 30 war. Oder unser wie auch immer er hieß, Damien. Nee, Damien hieß er nicht. Ist egal. Und da unter unserer unser Mahnleiste, der blauen Leiste, seht ihr unsere Erfahrung. Wir sind nämlich fast Level 2. Ein Gegner noch. Die können wir auch zerschnitzeln. Bringen aber anscheinend nicht. Wir können sogar Auto machen. Oder? Auto? Ne, kann ich noch nicht. Okay. Okay. Da fragt mich gerade irgendjemand an. Game Center Kontaktanfrage. Alles klar. Ist jetzt irrelevant. Wir sind gleich Level ab. Komm, irgendeiner muss doch sterben. Da ist er. Du hast die Schwert- und Trittfähigkeit Level 1 freigeschaltet. Okay. Moment mal, ich hab's jetzt gerade nicht so richtig gesehen. Hat 10 Sekunden Cooldown. Okay, erstmal schlagen und dann tritt sie halt nochmal, um halt die Gegner noch ein bisschen wegzustoßen. Alles ganz okay. Jetzt haben wir noch so ein Totem kaputt gemacht. Ist das wichtig gewesen? Ach, guck mal, das war sogar was. ich glaube, das hätten wir sogar kaputt machen müssen. Okay, eine Minimap gibt es hier anscheinend nicht, so wie ich das sehe. Oder kommt jetzt noch der Boss? Nein, das war's gewesen. Wir haben 1 Minute 15 gebraucht. Zugefügter Schaden 2046, erlittener Schaden 8. Wir wurden also mal getroffen. XP 352. Wir sind Level 2 gekommen und haben 45%. Also das haben wir insgesamt erhalten, 352 Erfahrung in dieser Mission. Alle drei Sterne, 34 Gold und das alte Schwert haben wir erhalten. Sehr schön.
Heißt also, das alte Schwert, wir skippen. Ich will überhaupt diese Texte überhaupt nicht lesen. Das ist mir nämlich völlig egal, denn ich weiß, dass ich das alte Schwert anlegen möchte. Es hat 18 Schaden. 18 Schaden sogar dazu. Interessant, Tatsache. GS könnte die Stufe der Gegenstandsstufe, ist das glaube ich, GS, ausrüsten. Heißt also, die maximale Gegenstandsstufe ist dementsprechend natürlich auch extrem, hier kann man verkaufen, extrem heftig. Heute nicht mehr fragen, ich will, wenn ich was verkaufe, einfach verkaufen. Okay, wir haben ja oben 24 Ausdauer sozusagen, oder 25 Ausdauer insgesamt, oder Kraft, Energie, wie auch immer. Alle 10 Minuten stellt sich ein so ein Punkt wieder her, beginnt davon, wenn man diesen Punkt ausgegeben hat. Bist du zwei zufällige Statistiken? Nice. Also zwei zufällige Stats gibt's nochmal rauf. Und da haben wir noch als kleinen Loading Screen so ein paar Tipps. Platz 1 ausweichen, Platz 2 Angriff, Platz 3 Spezial und Platz 4 ultimativ. Das heißt also, das hat so festgelegte Slots. Ob man das so ändern kann wie in Diablo 3, ob man aus verschiedenen Skills, Skilltrees die gleichen Skills benutzen kann, dafür halt unter andere nicht. Das weiß ich noch nicht. Bam! Tritt! Kann man ja sicherlich auch gleich herausfinden. So. Okay, das ist sozusagen wie so eine Truhe. Die man mal immer wieder. Ey, das ist ein Bogenschütze. Vielleicht hat der mich angegriffen vorhin. Das kann sein. Dreckige Bogenschützen. Na, böser Bogenschütze. Ja, verdammt, ich habe 2 Schaden kassiert. Okay, da haben mich auf jeden Fall Bogenschütze angegriffen. Die natürlich auch nicht so viele HP haben, ne? Ja. So, schauen wir mal, was sie macht. Okay, wir können also so nach vorne dashen. Ich habe gerade schon gelesen, dass wir da ausweichen können, aber ich möchte es immer gerne selber lesen. Oder selber herausfinden. Ne? Ja. Grizzle der Gierige. Ich hoffe, ist alles flüssig, ne, oder? Ne, irgendwie nicht so. Aber zumindest flüssiger als, also ich weiß nicht, das eine erste Update hat wirklich mal dafür so gesorgt, dass die Übertragung wieder flüssiger funktioniert. Finde ich gut. Und jetzt können wir zum Beispiel hier ausweichen. Heißt also, wenn Gegner uns angreifen oder wenn wir mal irgendwie von Gegnern überfallen werden sollten und eingekreist, dann können wir damit halt wirklich flüchten aus diesen Monstermassen. Ich glaube, das hätte man gerade probieren können mit dieser Masse an Monstern, die da war. Ha, du Penner. Ich habe irgendwas aus der Truhe, glaube ich, bekommen oder irgendjemand anders was gewesen, ich weiß nicht. Okay, da kann er aber leider nicht viel machen. Also wie gesagt, das eine erste Update, das ist wirklich, hat mich wirklich gefreut. Also es hat wirklich sehr, sehr viel robustes Schwert. ERS, irgendwie was stand da was. Hat wirklich dafür gesorgt, dass die Übertragung wieder funktioniert. Also ihr seht, dass es auch wirklich kaum Ruckler sind. Dass die Übertragung wurde unglaublich krass erhöht. So, wir haben 87 Gold, Stoffschutz und robust ERS Schwert. Keine Ahnung, was sie damit wollen. Okay, Inventar. Dann schauen wir mal. Das hat 16 Schaden, allerdings weniger. Aber dafür mehr HP dazu. Das gibt uns HP. Wo ist denn das? Da ist es rechts. Allerdings steht hier nicht da. Doch, LP 47 da unten steht. Also zwei zufällige Statistiken. Wobei ich da nur eins sehe. LP? Mehr sehe ich da gar nicht. Das heißt also, das kann man verkaufen. Wer braucht die 47 HP? Das ist irrelevant. Was haben wir hier noch Schönes? Ausgerüstet. Unser neuer Stoffschutz hat allerdings 2 Haltbarkeit mehr. Den nehmen wir deswegen mit. Auch wenn es wahrscheinlich vom Wert her, wenn wir den Stoffschutz verkaufen würden, mehr wert wäre als der Trainingsstoffschutz, aber ist egal. Aber interessant, dass es keine Stats hat, weil stand nicht da, dass es 2 zufällige Stats bekommt? Interessant. Statistik angeht auch nicht. So. Gut, ich würde sagen, ein Level machen wir noch, oder? Oder wollen wir nochmal ganz kurz. Was haben wir hier sonst noch so? Ich habe gerade noch gesehen, dass man irgendwie einmal pro Tag irgendwie kostenlos Lotto oder wie heißt es denn? Ne, Glücksspiel war es glaube ich nicht. Roulette, genau. Machen kann. Möchte ich gleich mal finden. Ritter des dunklen Rüstung des dunklen Ritters und Silberritter Rüstung. Boah, die sieht krass aus. Ja, natürlich echt Geld, ne? Ist ja logisch. Tropischer Bikini, na klar. Anzug, Uniform. Als Waffe. Schwert ist aber bringt mir auch gar nichts, oder wie? Perfekt. Avatar-Effekt. Mal 1, mal 10. Achso, okay. Ich glaube, wenn wir uns da verbessern und mehr von diesen Dingern. Oh, krass. Holy shit. Dann kriegen wir mehr Stats dazu. Aber das ist halt echt Geld, ne? Das brauche ich nicht. Event. Achso, das ist immer noch das gewesen. Irgendwo konnte man doch. Hier ist das Roulette, glaube ich, ja? Würde ich sagen. Drehen. Einmal pro Tag könnt ihr das gratis machen. Deswegen nutzt die Chance. Und Gold.
Oh, fast für die Kiste. Aber 2000 Gold, da ist jetzt nicht gerade wenig. Wir haben noch einen Versus-Modus. Das ist also gegen AI, also künstliche Intelligenz. Benutzerdefinites Spiel gegen andere Freunde. Level 15 gibt es individuelle Rankings gegen konkurrierende Spieler und Level 20 Gilden-Ranking. Gibt es also auch so viel PvP hier. Was haben wir hier noch? Ach so, großer Sale, dann haben wir hier noch ein limitierter Saisonverkauf. Alles wieder echt geht natürlich, was sonst? Warum sollte man Werbung für Dinge machen, die kostenlos im Spiel sind, wa? Okay, wir haben noch, hier muss man sogar die Anwesenheit, Anmeldebelohnung, Anwesenheitsbelohnung muss man mitnehmen. Wir haben hier im Posteingang extrem viele Anmeldebelohnungen, warum auch immer. Kann ich euch nicht sagen, warum wir so oft haben. Wahrscheinlich kriegen wir als Gast alles noch von, oder, ne, glaube ich auch nicht. Dass wir alle Tage noch vorher kriegen, das glaube ich, das wäre aber Schwachsinn. 1, 2, 3, 4, 5, Tatsache. Wir kriegen aber wirklich jede Belohnung. Wenn der Account wahrscheinlich frisch ist, kriegt ihr am Monatsende wahrscheinlich alle Belohnungen für den kompletten Monat. Das ist krass. Okay, fordern wir alle ein. Da haben wir noch eine Truhe. Du hast eine Anmeldebelohnung erhalten. Truhe öffnen, die du das Geschenk erhalten hast. Ja, bitte öffnen. Wir lassen die Animation mal. Die erste Animation. Des dickigsten Ninja-Handschuh. LP-Wiederherstellung pro Sekunde 0,7 und Mana-Wiederherstellung 0,8 und eine Gegenstandsklasse von 6. So, leider kann man nicht alle aufmachen. Das ist schade. Skippen wir einfach mal. Ja, skippen. Epische Handschuhe. Gegenstandsstufe 58. Level Limit 50. Ach du Kacke. Da kann man sogar, seht ihr, einen leeren Platz hat das Ding da drin. Das heißt, man kann es sockeln. Ah, das sind bestimmt alle diese 50er Items. Ja, war klar. Rüstung 500. Kann man uns nicht anlegen. Erst ab Level 50 kann man sich die anlegen. Das ist 30 doch nicht das Maximum. Ja, war klar. Das sind wirklich maximalartig. Ist krass. Das ist bewusst so gewählt worden, dass ihr diese Truhen umsonst bekommt. Einfach aus dem Grund, dass ihr spielen sollt. Ihr sollt bis Level 50 spielen. Oh cool, das kann ich mir ausrüsten. Ihr sollt bis Level 50 spielen, damit ihr diese Dinge anlegen könnt. Ist an sich auch nicht verkehrt, aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Level 50, ich denke mal, bis dahin habt ihr sicherlich auch noch mega Bergen. Was Bergen? Erwerbbares Material. Achso, man kann das Ding theoretisch zerlegen und man kriegt dafür bestimmte Materialien zurück. Tatsächlich. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Juwel, das kann man dann sockeln, wenn wir dann ein Juwel hätten. Aber nö. So, 103 von 25 Ausdauer, das ist ja cool. Heißt also, wir können jetzt extrem viele Missionen machen. Ja, meine lieben Freunde, Erfolge haben wir auch noch. Kriegen wir bestimmt noch eine kleine Belohnung dafür, oder? Ja, 1000 Gold. Und wir über einen epischen Ausrüstungsgegenstand kriegen wir 10. Nochmal 3, 15 und also hier macht man wirklich sehr, sehr viele Erfolge, die wirklich aufeinander beruhen. Das heißt also, Level 10 erreicht dann wahrscheinlich Level 20, 30 und so weiter und so weiter. Also hinter diesen ganzen Erfolgen stecken noch mehr Erfolge, die ihr erreichen könnt. Okay, meine lieben Freunde, das war's gewesen mit dem Angespielt zu. Gute Frage, wie hieß es denn schon wieder? Ich habe schon wieder vergessen. Darkness Reborn, genau. Dunkelheit erwachen. Wer spielen möchte, Videobeschreibung, seht die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!